Ja, guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Heute will ich mal die Fünf-Hütten-Tour machen. Das ist eine Tour hier im Schwarzwald, die an 5 bewirtschafteten Hütten vorbeigeht. Und dementsprechend habe ich heute auch kein Gepäck dabei, denn bei 5 Hütten, da werde ich auch eine finden, wo ich was Gutes zum Essen kriege. Ja, ich werde nicht lang rumreden jetzt, wir starten gleich. Noch eins, die Sonnenbrille habe ich nicht unbedingt wegen der Sonne auf, sondern mein rechtes Auge sieht ein bisschen zerschossen gerade aus. Das möchte ich euch nicht antun, das dauernd zu ertragen, deswegen die Sonnenbrille. Ich zeige euch das nachher mal und sage euch auch, was da passiert ist. Jetzt gehen wir aber los. Mein anderes Fahrrad und mein Auto habe ich wieder, ist wieder zurückgekommen aus Frankreich alles. Bin aber heute trotzdem nochmal mit dem Mountainbike unterwegs, denn die Strecke, die ich heute fahre, geht sehr viel durch den Wald und so Ackerwege. Deshalb lieber mal mit dem Mountainbike heute. Als erstes muss ich jetzt nach Aach, von da nach Glatten und in Glatten geht es dann in den Wald rein. Da beginnt dann eigentlich erstmal meine 5-Hütten-Tour. Die Strecke habe ich in Autoactive gefunden, beginnt eigentlich am Bahnhof in Dornstetten, aber wie gesagt, ich stöße in Glatten dann auf die Tour und fahre sie ab da dann. Okay, ja, das Wetter passt. Ich habe nicht mal eine Jacke mitgenommen, es ist kein Regen angesagt. Insofern mal richtig leicht unterwegs heute. Das ist jetzt also Aach und dem Bach da werde ich folgen bis Glatten. Ich bin jetzt schon auf dem Weg Richtung Glatten, bin auch gleich da und wenn wir dann auf dem Waldweg sind, dann werde ich auch die Karte wieder einblenden und werde euch was zu der Tour heute erzählen. Die Glatt ist jetzt auch hier in Glatten angekommen und für mich geht es jetzt weiter in den Wald hinein. Ja, hier beginnt jetzt eigentlich erstmal meine Tour richtig und da werde ich irgendwann mal anhalten und euch die Karte einblenden und was dazu sagen. Ja, wie gesagt, jetzt werde ich die Karte mal einblenden und euch was zu dem Weg erzählen. Ihr habt gesehen, gestartet bin ich daheim in Frutenhof. Da ging es über Grüntal bis nach Glatten. Und von da fahre ich jetzt schon ein Stück am Lautertal entlang, bis es dann die Steigung hochgeht nach Losburg. Ja, in Losburg am Vogteiturm vorbei, gucken wir vielleicht mal hoch, weiß ich noch nicht.
Und weiter geht's dann nach Ödenwald zur Blockhütte vom Strudwirt. Aber ich glaube, die hat nicht mehr geöffnet. Aber die Blockhütte steht ja noch da. Ob sie inzwischen wieder geöffnet ist, weiß ich nicht. Ja, dann geht's weiter über den Laufenbrunnen, wieder berghoch bis nach Gniebis. Und da zur Gniebishütte. Da fahren wir im Kreis am Elbachseeblick vorbei. Da können wir mal runter gucken zum Elbachsee. Und dann fahren wir ein Stückchen runter bis zur Glasmännlehütte. Da wird ja Bier gebraut. Die tun da oben selber Bier brauen. Da war ich schon mal. Ja, und dann geht es wieder richtig der Berg runter nach Baiersbronn. Aber von Baiersbronn geht es dann schon wieder hoch. Und zwar zur Satteleihütte. Ja, und dann gehen wir durchs Tonbachtal wieder hinunter. Und ja, dann geht es mal wieder, ihr werdet es kaum glauben, im Murgtal ein Stück. Und zwar bis Schwarzenberg. Und Schwarzenberg geht es dann wieder hoch, der Berg, zum Panoramastübchen. Und danach geht es dann durch Waldwege bergauf. Und dann fahre ich bis Ober, Untermusbach. Und von da geht es dann wieder nach Fruttenhof. Ja, das Ganze sind ca. 45 Kilometer und so 1700 bis 2000 Höhenmeter. So genau weiß ich noch nicht. Sehe ich dann am Schluss der Tour. So, und jetzt gehen wir es an. Ja, wie gesagt, es werden sehr viele Höhenmeter heute. Ich habe den kleinen Gang reingetan. Ich werde ganz gemütlich fahren, dass ich nicht gleich nach der ersten Steigung kaputt bin. Zu meinem Auge wollte ich noch was sagen. Ja, ich habe vor anderthalb Jahren im rechten Auge eine Thrombose bekommen. Seitdem kriege ich immer Spritzen ins Auge. Was nicht so angenehm ist, aber die letzte Spritze am Montag, die ging richtig ins Auge, kann man sagen. Da hat es ein Blutgefäß erwischt und das heißt, ich habe jetzt ein rotes Auge. Sehe ein bisschen aus wie so ein Vampir oder sowas. Ja, ich werde es euch gleich mal zeigen, aber nicht erschrecken. Ich halte mal an und da könnt ihr das Thema mal sehen. Ja, so sieht's aus, wenn eine Spritze richtig ins Auge geht. Ich denke mal, man sieht's. Ja, das war's. Ich setze meine Brille wieder auf und heute nicht mehr ab. Und fahre jetzt weiter hier den Berg hoch bis Lossburg. Und da sehen wir uns wieder. Ich lasse gleich mal die Karte laufen bis da hoch. Okay. Hier fahren wir, liegt jetzt also Lossburg und da fahren wir jetzt hoch zum Vogteiturm. Und die Vogelkirschen hier sind auch bald reif. Da werden sich die Vögel freuen. Ne? Oder sind es gar keine Vogelkirschen? Hab keine Ahnung, sind halt zu klein. Aber ihr werdet es mir schon wieder in die Kommentare schreiben. Und da sehe ich jetzt auch schon
den Vogteiturm von unten. Ja, und gleich sehen wir ihn von oben. Das ist jetzt also der Vogteiturm hier vom Schwarzwaldverein. Und wo wir schon mal da sind, gehen wir auch hoch. Ja, die weiß nicht wie viele Stufen. Ganz oben steht es dann, die Stufen sind nummeriert. Und von oben schauen wir dann mal in die Richtung, wo wir fahren müssen heute. Oder dürfen. 172 Stufen sind es also. Ich bin oben. Ja, die Aussicht ist ganz gut. Bisschen so betrübt ist, oder wie sagt man da? Ja, nicht ganz klar, aber trotzdem schön. Betrübt, genau. Ich fahre wieder da unten an die Kreuzung und dann geht es den Weg da hoch in den Wald rein. Ja, sieht man nicht arg viel. Auf alle Fälle in dem Wald komme ich nach Ödenwald zu meiner ersten Hütte. Das sind so 2,5 Kilometer von hier. Hätte ich sagen, gehe ich es an. 5 Hüttentour habe ich vor, noch nicht mal eine geschafft. Da muss ich mal ein bisschen Gas geben, hätte ich sagen. Okay. Steigt mal wieder an. Alles andere wäre ja langweilig. Und navigieren tue ich wieder mit meinem Handy, mit Naviki. Die Tour habe ich von Outdoor Active. Kann ich wieder verlinken unter dem Video. Hat privat jemand da reingestellt. Und ja, ich habe keinen Nabendynamo. Das heißt, für mein Handy habe ich noch einen großen Akku dabei, falls mir das abschwächelt hier. Dann weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Okay. Ja, der gute Mensch hat sich schon schöne Ackerwege rausgesucht hier. Oder Waldwege. Vor mir sehe ich jetzt Ödenwald. Und rechts von mir ist dann die Strutenhütten. Oder wie sie heißt. Ich weiß nicht, wie sie jetzt heißt. So hieß sie auf alle Fälle zu der Zeit, wo der Mensch den Weg hier gefahren ist. Jetzt heißt das Thema also Tannenstub, hat noch nicht geöffnet, öffnet Uhr erst von 11 Uhr bis 20 Uhr, das heißt erst in 1,5 Stunden. Dann mache ich mich mal auf den Weg zur nächsten Hütte. Die nächste Hütte war, soweit ich weiß, auf dem Gniebis, und zwar die Gniebishütte. Gehen wir es an, weiter der Berg hoch. Jetzt bin ich also oberhalb von Freudenstadt am Lauferbrunnen. Fritz Lauferbrunnen steht da. Ja, da führt dann der Salzeckerweg oder Salzleckerweg. Irgendwie so. Der führt von Freudenstadt dann hoch auf der Gniebis. Den fahre ich jetzt hoch.
Und dann sehen wir uns da oben wieder an der Niebeshütte. Habe ich jetzt noch eine Ecke vor mir, denke mal so 11, 12 Kilometer durch der Wald werden es sein. Wir sehen uns. Hier hat man einen Blick nach Freudenstadt mit der Stadtkirche vorne dran. Noch 5 Kilometer bis Niebis. Der Himmel bringt jetzt doch schon ein paar Wolken. Ich hoffe, dass das mit dem Wetterbericht stimmt, dass es nicht regnet heute. Ansonsten habe ich ganz schlechte Karten. Keine Regenjacke, gar nichts dabei. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Es ist 10.30 Uhr. Ich bin ganz oben auf dem Niebis. Da vorne ist die zweite Hütte, die ich auf meiner Tour habe, nämlich die Niebishütte. Da fahren wir jetzt geschwind vorbei und dann geht es weiter bis zum Elbachseeblick. Von der Terrasse hat man hier einen schönen Blick hinunter in den Schwarzwald. Und rechts von mir der Skilift-Zuflucht. Schön hier oben, aber für mich geht es weiter zum Elbachsee-Blick. Da geht es jetzt rechts da rein. Da vorne links ist jetzt die Plattform, die zeige ich euch nochmal, habe ich zwar schon öfters gezeigt, aber egal, ich zeige es euch nochmal, den Blick darunter. Ganz schön viel los da oben. Ich bin gleich wieder gegangen. Weiter geht's. Oberhalb von Bayersbronn ist die Glasmännlehütte. Da fahre ich jetzt hin. Ich bin noch 2 Kilometer von der Glasmännlehütte entfernt und ich habe gerade beschlossen, ich werde die Tour nicht durchziehen, ich werde sie abbrechen. Ich habe ein Problem mit meinem Navi gerade, mit dem Handy. Das stellt sich gerade immer ab, das hat einen Wackelkontakt hier auf den Wege. Ich weiß nicht, was ist mit dem Akku irgendwas oder was, keine Ahnung. Des Weiteren wird der Himmel auch immer wieder dunkler. Ich weiß auch nicht, wann es anfängt zu regnen, wie gesagt, ich habe gar nichts dabei, keine Regenjacke und nichts. Und deswegen, ich fahre jetzt zur Glasmännlehütte, dann fahre ich runter nach Bayersbronn, von da auf dem Murgtalradweg bis Kloster Reichenbach und fahre dann an meiner Quelle wieder vorbei, hoch wieder nach Fruttenhof, durch den Wald dann. So habe ich jetzt mal mir das ausgedacht, weil mit dem Navi, das hat gerade gar keinen Wert mehr. Das zeichnet auch nicht mehr richtig meine Tour jetzt auf und ja, wie gesagt. Aber ich hoffe, ihr bleibt noch mit dabei bis zur Glasmännlehütte und der Rest dann heim.
Ich werde die Tour wahrscheinlich noch mal fahren, ein anderes Mal, wenn der Himmel nicht ganz so schwarz ist und wenn mein Handy dann wieder richtig funktioniert. Vielleicht sollte ich auch mal auf was anderes umstellen. Mal wieder auf ein Navigationssystem. Mal schauen. Okay, ich gehe weiter. Dann wird es jetzt halt die Drei-Hütten-Tour. Was soll's? Hier hat man noch einen schönen Blick runter Richtung Bayersbronn. Und für mich geht's hier weiter der Wald runter. Bis zur Hütte. Ich bin jetzt hier ein bisschen unterhalb vom Glasmännle-Hütte rausgekommen. Und ja, hochgehen werde ich glaube nicht mehr. Ich zeige es euch hier von unten. Hier der Sessellift, mit dem kann man hochfahren zur Hütte. Auch nicht schlecht. Und für mich geht es jetzt hier runter nach Bayersbronn, wie gesagt, an die Murg. Und dann bis Kloster Reichenbach und dann fahre ich wieder den Berg hoch. Gehen wir's an! Ich fahre jetzt hier unter dem Sessellift wieder durch, bin gleich dann in Bayersbronn. Ja. Bisher hält's Wetter, sind eigentlich nur die dunklen Wolken, die mir ein bisschen Angst machen. Ich bin jetzt in Bayersbronn an der Murg. Ja, jetzt noch runterfahren und wie gesagt, dann geht's wieder der Berg hoch. Endspurt. Kloster Reichenbach ist jetzt auch gleich Vergangenheit für mich. Jetzt geht es noch hier hoch und dann durch den Wald und dann bin ich schon wieder in Frutenhof. Und der Himmel, also ich weiß auch nicht, ich traue dem nicht. Das sieht echt brutal aus. Da werde ich den letzten Anstieg heute noch genießen. Habe ein paar ausgelassen. Naja, was soll's. Darf man nicht alles so eng sehen. Oh, so eine schöne Tour. Für mich auf alle Fälle. Ich hoffe für euch auch. Ja, nachdem mein Handy ein paar Mal sich ausgeschalten hat, habe ich Strava wieder eingeschalten. Ich hoffe, dass die Tour jetzt voll aufgezeichnet ist. Und wenn dem so ist, dann werde ich es jetzt ablaufen lassen. Der Rest, was ich jetzt gefahren bin, bis nach Hause. Ja, und das Fahrrad, ja, ich gewöhne mich langsam dran. Ich muss sagen, hier
diese Schotterwege, der Berg hoch und auch der Berg runter, sehr gut. Macht Spaß. Geschafft, ich bin oben. Jetzt geht es nur noch hier durch den Wald bergab und dann bin ich gleich daheim. Da sehen wir uns noch mal kurz wieder und ja, sagen wir noch was. Weiß zwar nicht was, aber wir sagen was. Okay. Ich bin wieder daheim bei meinen Mädels. Die andere versteckt sich da. Die will nicht mit drauf. Und die Melli sitzt auf dem Ball, deswegen ist es so groß. Die ist nicht plötzlich so riesig geworden. Und ja, wie gesagt, ich bin zu Hause. Mir langt es eigentlich auch. Hab zwar die Tour abgebrochen, aber war so okay. Wie viele Kilometer das es waren und wie viele Höhenmeter habe ich jetzt keine Ahnung, weil ja das Ding da abgeschwächelt ist. Ja, und natürlich wie immer sagen, was sagen wir wie immer? Tschüss, liebe Rad- und Wanderfreunde, bis zum nächsten Mal. Genau, Melli hat's gesagt. Und tschüss. So.